Freunde der Outdoor-Unterhaltung, willkommen zu einem neuen Video. Ende letzten Jahres haben zwei neue Hängematten den Weg zu mir gefunden. Einmal die Cocoon Ultralight Hammock und einmal die Cocoon Ultralight Mosquito Net Hammock. Die unterscheiden sich im Prinzip nur im Mosquito-Netz, was hier drin ist. Gibt es in drei verschiedenen Farben, soweit ich das weiß. Die wurden mir von der Firma Cocoon zur Verfügung gestellt. Bin durch Zufall über diese Hängematten im Netz gestolpert, denn sie haben im Gegensatz zu den anderen Hängematten, die ich nutze, eine wesentlich größere Liegefläche. Wir sind hier bei 3,25 Meter in der Länge und ja 1,48 Meter in der Breite. Da sie größer sind, bedeutet es natürlich auch, dass sie ein bisschen mehr wiegen. Wir haben aber trotzdem leichte 240 Gramm hier bei der Matte ohne Moskitonetz und 395 Gramm bei der Matte mit Moskitonetz. Dazu kommt dann noch die Aufhängung. Ein schönes Packmaß, integrierter Packsack, der sich mit so einem Reißverschluss nochmal bisschen komprimieren lässt. Und was vor allem das Gute ist, ist eine Ritschleine mit dabei aus einem Dyneema, die auch abnehmbar ist, aber die sollte man unbedingt dran lassen. Ich laber schon wieder viel zu lang. Wir bauen die Matten mal auf, dann seht ihr sie mal, dann zeige ich sie euch mal im Detail. Und erzähle euch mal, was ich so für Erfahrungen damit gemacht habe. Hängt so natürlich noch komplett falsch. Jetzt heißt es nochmal gerade die Abspannung entsprechend ausrichten. Ja, beim Ausrichten hilft dann auch wieder die integrierte Ritschleine. Hängematte sollte man ja so aufhängen, dass sie ja lächelnd ist, ungefähr im Winkel von 30 Grad bei einer Gathered End, also bei einer Hängematte mit zusammengerafftem Ende, denn es ist ja eigentlich ein viereckiger Stoff, der einfach nur an den Seiten zusammengerafft wurde. Ja, die Ritschleine, die hier drin ist, ich zeige es euch gleich, ist fest eingestellt, das heißt, die hat eine bestimmte Länge, die kann man hier auch nicht verändern. Kurzer Test. Einmal reinsetzen. Okay, das ist noch definitiv zu schwach. Also die Ritschleine muss ein bisschen gespannt, also darf nicht überstramm sein, aber das ist noch viel zu locker. Zweiter Test. Kann noch ein bisschen. Aller guten Dinge sind drei. Ja, sie ist straff, aber ich kann sie noch leicht biegen. Also perfekt eingestellt. Zur Aufhängung habe ich jetzt hier das Ultralight Set von Amazonas verwendet, das Adventure Rope. Das lässt sich eben super perfekt einspannen. Jetzt bauen wir die zweite auf und dort verwende ich die Hammock Straps. Hier sind sie. Das ist ein Aufhängesystem, was von Cocoon geliefert wird. Muss man sich aber genauso wie die Straps bei Amazonas separat dazu kaufen. Die Hammock Straps sind entsprechend ja breite Gurtbänder, 2,5 cm breit, üblich für Baumgurte, die quasi unten dann alle ein paar Zentimeter so eine Abnäherung haben, richtig robust gemacht, alles super sauber vernäht, dreifach vernäht und ja, das wird einfach um den Baum gelegt, durchgezogen und fertig. Auf der anderen Seite genauso. Kleine Matte, prinzipiell genauso aufgebaut. Zwei Karabiner. Das Ganze hier mit einer wirklich super schönen mit einem Dyneema und auch hier nochmal die Dyneema Ridgeline. So, das wird dann entsprechend nur hier eingehängt. Ich glaube, da muss ich noch ein zweites Mal um den Baum umgehen. So, und auch die zweite Matte hängt. Mit den Hammock Straps hier. Kleiner Nachteil. Ist mal ein bisschen eingeschränkter, was die Verstellmöglichkeiten angeht. Aber ja, die ist jetzt hier ein bisschen stramm, ist aber noch völlig im Rahmen. Also sie sollte nur nicht überstramm sein. Also wenn ich jetzt rausgehe, ist sie locker. Also da ist noch Spiel drin. Wenn ich mich reinsetze, ihr seht es, relativ stramm. Ich kriege es aber auch noch so ein bisschen gebogen. Wenn das jetzt so fest ist, dass das Teil, dass ich das überhaupt nicht mehr gebogen kriege, dann ist es definitiv zu stramm aufgehängt.
dann solltet ihr es noch ein bisschen lockerer machen, denn dann werden die Kräfte, die hier drauf wirken, gehen exponentiell in die Höhe. Also da ein bisschen aufpassen. Aber so kann man jetzt schon mal eine Runde chillen. Ja, die breite Liegefläche, die macht sich auch gleich bemerkbar. Ich denke mal, müsst ihr die jetzt sehen. Ich bin ja 1,70 groß. Und wenn ich jetzt hier drin liege, dann liege ich hier also fast gerade. Mein Kopf ist jetzt so leicht erhöht. Wie so ein kleines Kopfkissen, wo der drauf liegt. Kann schön nach links ablegen. Die Füße liegen auch super gerade. Die Knie sind nicht überspannt. Ich bin von den Seiten her nicht zu sehr eingeengt. Das heißt, ich kann auch die Arme ganz bequem nebeneinander legen lassen. Und ja, habt eine wunderbare Sicht hier auf den Felsen. Ja, also hier seht ihr nochmal die Aufhängung hier komplett aus der Nima mit dem Karabiner, der bis zu 12 kN hält. Dann haben wir hier die Dyneema Ridgeline. Dann hier schön eingespleist, dass sie nicht aufgehen kann. An einer Stelle hier, auch das muss gesagt werden, hat hier so einen kleinen Knubbel, aber habe hier noch nichts Nachteiliges feststellen können. Ja, soweit ich das sehen konnte, ist das alles hier gut vernäht. Ach, schauen wir uns mal die Matte mit Moskitonetz an. Wie gesagt, ist der gleiche Aufbau. Außer dass wir eben hier ein Moskitonetz haben. Auch wieder hier die Dyneema Ridgeline. Das Material, was hier verbaut ist, ist ein 20D hexagonal Ripstop Nylon. Die Reißverschlüsse hier laufen auch super sauber. Einwandfrei. Schön kleine Greifhilfen dran. Bei der Länge der Hängematte würde ich empfehlen, dass man da tatsächlich noch eine kleine Verlängerung dran macht. Das heißt, wenn man liegt, dass man da relativ gut rankommt. Ich werde wahrscheinlich hingehen und die beiden Reißverschlüsse einfach noch mit einem ganz dünnen Paracord oder mit einem Dyneema verbinden. Ja, der Packsack, der hängt dann anschließend hier rum. Ich finde, das ist so ein kleines bisschen lömmelig. Der hätte ruhig meiner Meinung nach ganz hier rangenäht werden können oder mit einem breiteren Band. Ja, so hängt er hier so ein bisschen lömmelig rum. Noch die Warnhinweise und eine kleine Anleitung ist dran. Ja, und hier kann man auch prinzipiell abends noch eine schöne eine Flasche reinmachen. Oder eine Dose. An der Matte außen sind dann hier auf beiden Seiten nochmal solche kleinen Schlaufen vernäht, wofür diese, ich glaube mal, für die Befestigung von einem Underkilt. Tatsächlich nutze ich die an der Stelle aber nicht. Ich befestige meinen Underkilt anders, wie ich das mache. Dazu gibt es ein separates Video. Das verlinke ich euch mal hier oben. Ja. Ansonsten schönes Moskitonetz, es sind keine Aufspreizer drin. Ich lege mich einfach mal rein, dann seht ihr das. So. Also jetzt haben wir hier schon das erste Problem, wenn ich drin liege, komme ich nicht hier oben ran. Also ein bisschen zuziehen. Sorry für das Geruckel. Auf der Seite auch schon mal ein bisschen vorziehen. Schuhe aus. So werde ich dann hier liegen. Andersrum sieht es dann so aus. Also meistens liege ich dann eben so, dass ich den Kopf so ein bisschen hier reinlege. Da habe ich eine kleine Unterstützung hier im Nacken. Manchmal lege ich mir noch ein kleines Kissen in den Nacken. Und so liege ich hier wunderbar drin. Habe nirgendwo wirklich Spannung. Mein Gewicht ist schön gleichmäßig verteilt. Ja, habe hier Platz. Klar, das Moskitonetz liegt hier so ein bisschen an, finde ich jetzt aber nicht weiter tragisch, es wird relativ weit hochgehalten. Ansonsten, ja, was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, ist quasi die Hängematte hier an der Stelle noch nach außen ein bisschen abzuspannen. Das wird eventuell auch noch mit diesen Schlaufen gehen. Habe ich aber selber noch nie gemacht bisher. Die Firma Cocoon ist ja sonst eigentlich eher bekannt dafür, Reisezubehör zu machen. Ich kannte sie vorher eher aus dem Bereich der Schlafsack-Inlets. Da habe ich ja auch eins aus, ich glaube, Merinum-Wolle, das ich sehr gerne nutze, auch daheim im Sommer, richtig gut. Ansonsten haben die Packtaschen,
Kulturbeutel, alles Mögliche. Deswegen hat es mich umso mehr verwundert, als ich dann die beiden Hängematten, beziehungsweise es gibt noch zwei andere Modelle, aber die hier fand ich eben am interessantesten für unseren Bereich bei Ihnen gefunden habe. Der Vorteil, wie gesagt, vom Gewicht her 240 Gramm für die normale, 395 Gramm für die mit Moskitonetz. Ich habe gerade mal geguckt, ohne den Packsack, also obwohl der angenäht ist, kommen da nochmal 10 Gramm dazu, also sind wir bei 300, also 400 Gramm roundabout. Und die Karabiner kommen auch noch mit 40 Gramm dazu, 450 Gramm roundabout. Für eine Hängematte ist ein super Wert. Dazu muss ich mal dann entsprechend noch die Abspanngurte besorgen. Wie gesagt, da finde ich, dass die von Cocoon sind einfach zu verwenden, bieten aber wenig Einstellmöglichkeiten. Die von Amazonas finde ich an der Stelle ein bisschen besser. An der Hängematte selber konnte ich auch keine, ja, Verarbeitungsmängel hier feststellen an beiden. Alle Nähte sind super sauber, die habe ich mir alle vorher mal einmal komplett angeschaut. Hier sieht man es auch mal, einmal kurz drüber. Ist alles schön vernäht hier. Die Materialien sind sehr hochwertig und das alles vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt noch zum Abschlusspunkt, für einen richtig guten Kurs. Also ich glaube, die normale liegt so um die 60 Euro und die hier liegt, glaube ich, so um die 80 Euro. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe sie beide unten mal verlinkt zu Amazon. Wenn du mal reinschauen. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Farben. Tatsächlich gefällt mir das Grün hier am besten, aber auch das Blau finde ich richtig klasse. Schön knalliges Blau. Ist natürlich jetzt nichts Unauffälliges, um jetzt unentdeckt hier im Wald zu schlafen, aber also ganz ehrlich, würde mich jetzt mit dem Ding auch nicht stören. Ja, die verbaute Ritschleine ist super. Das Ganze werde ich noch modifizieren. Was ich dann mache, das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Ja, also von mir gibt es für diese Hängematte eine volle Empfehlung. Schöne breite Liegefläche, schöne lange Liegefläche vor allen Dingen, auch für größere Leute, kann ich ja ruhigen Gewissens empfehlen. Ich habe die jetzt, wie gesagt, ja seit Ende letzten Jahres im Einsatz, hat sie bei etlichen Touren dabei. Dann geht es jetzt mal weiter mit den Modifikationen der Ritschleine. Damit wir die Ritschleine modifizieren können, muss ich jetzt die Hängematte wieder abnehmen. Und jetzt müssen wir sie quasi an einer Seite hier aushängen. Das ist jetzt ein kleines bisschen Gefummel, weil die das entsprechend hier sich schon festgezogen hat. Aber sollte eigentlich funktionieren. Verbauen will ich einen Ritschlein Organizer. Den habe ich mir, ich weiß schon gar nicht mal, wo ich ihn bestellt habe. Auch nur für ein paar Euro aus dem, ich glaube, bei AliExpress habe ich den bestellt. An der Stelle Cocoon, bitte sowas mal in Zubehör bringen. Hat mich tatsächlich gewundert, dass sie sowas nicht im Programm haben. Das Ganze hier einmal aufgemacht, kommen wir hier ganz einfach an die Endschlaufe der Ritschlein, kurz mal raus. Und dann habe ich hier den Ritschlein-Organizer, also das Teil wiegt vielleicht ja, 20 Gramm oder so. Ist einmal hier so ein durchgängiger, ja, Sack, der hier unten aber noch eine kleine Abnehmung drin hat. Das quasi, wenn wir etwas, was man hier reinmacht, hinten auf der anderen Seite mit rauskullern kann. Und dann hatte ich hier auf jeder Seite drei solcher Netztaschen. Da ziehen wir jetzt einfach die Schnur durch. Ich hatte da schon eine Schnur drin, die ich aber jetzt so nicht mehr brauche. Und dann kann ich ihn ganz einfach wieder hier einhängen. Also wieder eingeschlauft hier. Ritschlein läuft wieder innen. Karabinereile einhängen und fertig die Modifikation. Jetzt hängen wir sie wieder auf. So, hier ist er. Und jetzt kann ich hier bequem mein Handy reinmachen, mein Taschenmesser, meine Taschenlampe. Wie gesagt, hier hinten kann ich ja auch noch problemlos eine größere Flasche reinmachen. Alles kein Problem, das hängt hier super in der Ritschlein dann drin, ohne dass es dann hier herausfällt. Habe alles im Zugriff und alles wunderbar organisiert und vor allen Dingen, ich sehe direkt, was drin ist und muss nicht irgendwo in irgendwelchen dunklen ja, Ecken rumgruscheln. Ja, perfekt organisiert. Eieiei, jetzt bin ich doch fast in der Hängematte eingeschlafen, wenn das mal kein Qualitätsmerkmal ist. Ja, das soll es zum Thema Cocoon-Hängematte gewesen sein.
vielleicht für den einen oder anderen von euch, der ja ein bisschen größer ist und in den üblichen Hängematten ein paar Probleme hat, diagonal zu schlafen, bringt auf jeden Fall eine Verbesserung vom Schlafkomfort. Das habe selbst ich gemerkt und ich bin ja nur 1,70 groß. Also von dem her wirklich eine Empfehlung von meiner Seite aus, auch preislich. Wie gesagt, es ist ein guter Kurs, zu dem man die Matten bekommt. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder einen Kommentar, was euch zum Thema Hängematte nochmal interessiert. Auch die Neulinge unter euch, die jetzt vielleicht schon heute zum ersten Mal hier auf dem Kanal sind, kann ich nur raten, den Abo-Button zu drücken. Es werden jetzt über das Jahr verteilt nochmal ein paar Videos zum Thema Hängematte folgen. Aufhängung, Ridgeline, Underkill, Topquilt, was es alles so gibt. Welche Fehler man vermeiden sollte, worauf man achten sollte, da kommt noch ein bisschen was, sodass nochmal das Thema Hängematte in Deutschland nochmal ein bisschen mehr beleuchtet wird, ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ist halt die Nische in der Nische, aber wie gesagt, da kommt noch was und auch ja, von den Produkten geht es da 2022 weiter, da darf ich heute Nacht schon einen Prototypen hier testen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr heute macht. Und ja, ich werde die Zeit hier draußen genießen. Also, macht's gut, bis bald und ciao.